Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Also vielleicht in diesem Fall, denn ich weiß es nicht, was die seltenen Wellen aus England wieder zu mir verfrachtet haben. Gut, ich weiß es sehr wohl ganz genau, denn es steht hinten auf der Zollerklärung drauf. Das nimmt natürlich dem Mystery Unboxing ein kleines bisschen das Mystery. Und ja, ich weiß, man könnte natürlich auch sagen, ja, aber entnimmt es nicht dem Mystery Unboxing schon noch ein kleines bisschen das Mystery, wenn du dir vorher die Mystery-Dinge selber gekauft hast, dann müsstest du ja eigentlich wissen, was da drinnen ist? Nein. Soweit denke ich dann doch wieder nicht. Aber ich weiß, dass hier zwei bekannte Sachen drinnen sind und ich bei einem extrem, extrem gespannt bin, was mich erwartet. Und deswegen würde ich sagen, wir packen das Ganze zuerst gleich einmal aus. Auf der einen Seite, und da bin ich sehr gespannt, ich werde in dem Fall auch bevor ich dann das Sammlungsupdate aufnehme, noch einmal einen kurzen, zumindest sagen wir mal, Kontrollblick hineinwerfen. Denn Arrow Video hat jetzt hier ein... Habe ich mich da verdrückt oder hat... Hat Rare Waves das falsch geliefert? Das ist jetzt natürlich ein kleines bisschen... anticlimactic quasi, weil natürlich wollte ich von Mute Witness die 4K-Edition haben und wollte jetzt gerade drüber sprechen, wie gespannt ich drauf bin, ob Arrow da jetzt wirklich einen neuen Transfer hat, der besser ist als der von Nameless, der ja bekanntermaßen nicht so doll war. Es steht hier aber auch nur 4K-Restauration von Regisseur Anthony Waller autorisiert, aber entweder ich habe hier versehentlich die Blu-ray bestellt statt der 4K oder Rare Waves hat es falsch geliefert, das muss ich mir anschauen, das ist auf jeden Fall... Schon einmal kein guter Einstieg in diese Unboxing-Geschichte. Schau mal zum nächsten, was da auf mich wartet. Yikes. Hier klebt zumindest einmal der 4K-Sticker drauf. Nämlich, ich kann mich noch erinnern, dass das damals einer der ersten Blu-Rays war, die ich aus England importiert hatte. Damals noch, ich glaube, von Optimum Releasing oder sowas, kam eine Blu-Ray, die definitiv das Wort Optimum alles andere als verdient hatte. Das war ein unerträglich unscharfes, grisselig rauschiges Bild, was aber eben nicht Filmgrain war, sondern einfach komplett daneben und schlecht. Da gibt es jetzt hoffentlich was Besseres, weil der Film ist ja ein absoluter Kultfilm mit Bob Hoskins und Helen Mirren. Bin ich gespannt, was da jetzt qualitativ in 4K auf mich wartet, aber... Kommen wir zu der Entkleidung, auf die ich persönlich ganz besonders gespannt bin. Ich neige ja dazu, wie man vielleicht sieht, wahnsinnig viel zu bestellen. Ich neige allerdings auch dazu, also auf der einen Seite vielleicht Dinge falsch zu bestellen, weil ich ein Vollidiot bin, aber auch dazu, dass ich... Dinge vergesse zu bestellen. Und so ging es mir bei 88 Films bei den The Inspector Wears Skirts Geschichten. Da habe ich euch ja hier auf dem Kanal den ersten Teil vor einiger Zeit vorgestellt, habe aber irgendwie übersehen, dass 88 Films mittlerweile schon Teil 2, 3 und 4 veröffentlicht hat und dass Teil 2 mittlerweile auch schon out of print ist und bei Amazon und bei 88 Films selber auch nur mehr die zweite Auflage verkauft wird, wo man eben den Film nur als Standard keep Case hat, ohne diesen schönen Schuberrock drumherum. Jetzt habe ich bei Amazon haben sie eben das Produktbild ausgetauscht, das sieht man vom zweiten Teil auch nur mehr das Keepcase, Teil 3 und 4 sind noch in der schuberisierten Version zu sehen, weswegen ich mir gedacht habe, ich bestelle Teil 3 und 4 dort, weil sie waren etwas billiger als bei Rare Waves. Dort hat man allerdings das Produktbild vom zweiten Teil noch nicht ausgetauscht gehabt und deswegen habe ich mich einmal getraut, bei Rare Waves den zweiten Inspector Wears Skirts Teil zu bestellen. Die goldene Frage ist jetzt, kommt er mit Schuber, weil sie vielleicht tatsächlich noch Restexemplare im Archiv hatten, die dort etwas länger ausgehalten haben, weil sie nicht so viel bestellt wurden wie bei den anderen Shops, oder ist es einfach trotzdem die Neuauflage und ich habe halt ein bisschen falsch gepokert und werde irgendwann einmal noch übersiedeln,
Oder vielleicht upgraden müssen, was es damit auf sich hat. Wir werden es gleich wissen. Ich habe es befürchtet. Es kam ohne Schuber. In diesem Fall leider klassische Geschichte. Es ist halt besser als nichts. Aber da muss man jetzt echt sagen, also von den drei Dingen, die ich da über Rarewaves bekommen habe, ist das eigentlich ein ziemlicher Totalschaden, wofür wahrscheinlich Rarewaves gar nichts kann, sondern einfach ich ein Depp bin, der im Fall manchmal auch einfach Pech hat. Aber ja, such is life and it's getting sucher and sucher.